Revi, was machst du denn hier? Ich dachte, du bist tot. Geh hoch, Palle, geh hoch. Ich halte Leute, auf. Die klonen können. Komm raus! Eckart Junior, komm, komm. Komm her! Komm nach hier oben. Nein. Oh Gott, ich... Eckart Junior, komm. Gott, ey. Komm, zieh. Oh Gott, der darf bloß nicht runter. Oh Mann. Oh Mann. Eckart Junior, komm. Oh. Wo ist der Schalter? Wo ist der Schalter hier oben? Komm, Eckart Junior. Eckart Junior, komm. Okay, hier muss es sein. Oh, oh. Wow. Alter Falter. Jawoll. Wir sind zurück in Minecraft Freedom. Hey, du alter Schlawiner, geht's dir gut? Und natürlich regnet es hier mal wieder. Wie könnte es auch anders sein? Komm mit. Du alter Schlawinski, wir müssen dich zu deinem Vater bringen. Oh, wir haben es geschafft. Nice one. Schnell zu Edgar, dem Schlawiner. Der wird auf jeden Fall froh sein, dass wir es tatsächlich geschafft haben, seinen kleinen Lausbub hier mitzubringen. Bin eigentlich schon wieder froher Dinge. Kommst du jetzt mit? Das kann doch nicht wahr sein. Hängst du noch an der Leine oder hast du die wieder verloren? Das ist immer das Gleiche mit euch. Weißt du, dein Vater ist auch so ein Dickkopf. Skandalös ist das Ganze. Komm, wir müssen auch gucken, wie es unseren Schokobos geht. Nicht, dass die auf einmal weggelaufen sind, weil die ein bisschen wasserscheu sind. Edgar! Hi! Kollege, wir haben deinen Sohn mitgebracht. Warte mal, wir müssen den mal hier ganz provisorisch hier kurz festbinden. Ja, ja, wir wissen, dass du ein alter Schlawinski bist. Hey, Edgar. Danke, Paluten, du hast Edgar Junior gerettet. Wieder mal bin ich dir zu großem Dank verpflichtet. Gab es irgendwelche Probleme in Minecraft-Leben? Ach, pff, gar nichts. Fette Probleme gab es. Jemand hat einen Revi-Klon erschaffen. Ein weiterer Klon? Ich dachte nur, Professor Ente hätte eine solche Klonmaschine. Ja, das dachten wir eigentlich auch. Mach dich am besten auf dem Weg zu Professor Ente. Er will dich sowieso sprechen, angeblich wegen einer großen Reise. Leute, ich glaube, es geht bald auf große Fahrt, nämlich in eine andere Dimension. Ach so, du willst eine Karotte? Bitte sehr. Möchtest du auch eine? Nee, du möchtest einfach nur weiter mit uns quatschen. Du guckst aber... Wir haben gerade deinen Sohn gerettet. Sind wir ein bisschen dankbar. Hey, Chocobos. Oh, unser Feld ist auch schon mal wieder gewachsen. Hier sind auch wieder ein paar Federn, die angeblich dafür da sind, dass man sich so einen Sattel craften kann. Als erstes gönnen wir uns aber erstmal hier nochmal den ganzen Kram. Und ich würde auch mal sagen, wir könnten heute mal... Ey, Leute, ihr könnt hier nicht die ganze Zeit im Regen stehen. Ihr braucht vielleicht mal auch ein nettes kleines Gehege. Das hatten auch sehr, sehr viele von euch unten in die Kommentare geschrieben. Übrigens nochmal, ja, ein fettes Dankeschön an alle Leute, die Verständnis dafür haben, dass Minecraft Freedom momentan leider nur jeden zweiten Tag erscheint. So, was haben wir denn jetzt alles? Wir haben auf jeden Fall Lovelies Güsal. Warte mal, sind das die, mit denen man die züchten kann? Das wäre natürlich äußerst praktisch. Aber erstmal brauchen wir jetzt ein Gehege, bevor wir... Oh, habe ich gerade das Feld da ein bisschen destroyed. Das wollte ich natürlich nicht. So, hier alles nochmal anpflanzen. Dann sind die Dinger auch schon wieder komplett aufgebraucht. So, ich hole mir mal ganz schnell ein bisschen Krimskrams, damit wir das vor unserer großen Reise auf jeden Fall noch gedeichselt bekommen. Dann können wir die nämlich auch mal ein bisschen züchten, weil wenn die da so die ganze Zeit rumlaufen... Weil ich habe auch keine Leinen, das ist das Problem. So, wir nehmen auf jeden Fall mal die Fans mit. So... Hallo Manu! Na, du bist immer noch Matsch! Okay, dann könnte ich vielleicht so nochmal ein bisschen Oakwood mitnehmen, hier. Und ich benötige eigentlich noch eine Axt. Können wir eigentlich die mitnehmen, damit wir da drin nochmal ein bisschen was abholzen können. Stimmt, ich habe ja eigentlich auch ein Lager errichtet. Ich frage mich die ganze Zeit, Moment mal, wo sind eigentlich meine ganzen Sachen? Stimmt, da war ja was. Da ist doch die eine Axt. So... Dann müssen wir nochmal gucken. Ist hier oben? Nee, ich hole mir nochmal von den anderen eine Spitzhacke. Obwohl, ich mache mal einfach noch eine Dia-Spitzhacke. Wir haben so viel Diamanten noch am Start. Das sollte eigentlich kein Problem sein. So, hier die beiden Sticks. Und dann gönne ich mir das auf jeden Fall. Weil ein bisschen
Müssen wir da auch abbauen in Sachen Stein. Und dann ist immer so eine Diaspitzhacke eigentlich ganz, ganz praktisch. So, die Diamanten packen wir auf jeden Fall gleich wieder zurück. Wir können uns eigentlich mal... Ich glaube, es ist nicht mal Nacht. Aber ich denke, es ist auf jeden Fall hell genug, abgesehen von da hinten. So, dann knüppeln wir hier mal ein bisschen rein. So. Oh Gott! Nein, nicht schon wieder. Wieso sind die immer in den Wänden? Ich hasse die Dinger. Die erschrecken mich immer tierisch. Ach, kommt! Mach das hier weg. Ach, das ist wieder ein komisches Geschenk. So, hier müssen wir auf jeden Fall... Okay, öffnen wir das Geschenk. Bitte nicht. Ach, hier ist ja auch präsent. Oh, das trifft sich auf jeden Fall gut. Warte mal. Dann können wir nämlich kurz ein paar Sticks. Dann machen wir hier ein paar Fackeln. Damit die Leute, die immer sagen, Piedisel ist so dunkel bei dir, dann können wir die mal ganz kurz hier zum Schweigen bringen. Denn so dunkel ist es doch jetzt hier gar nicht. Ich glaube, das liegt immer am Shader, dass die Blöcke sich... Ach, kommt, ihr hört auf, ihr nervt. Blöde Silberfische. Das ist doch hier schon wieder ein Geschenk. Das nehme ich natürlich gerne an. Aber nicht, dass irgendwann mal was Krankes da rauskommt. Here's your present. Oh, nochmal 3 Dias bekommen. Läuft bei uns. So, das von der Decke muss nochmal weg. Das hier werde ich auch entfernen. Und wieso ist das hier offen? Ja, kurz mal die Spitzhacke wieder gönnen. Den Bogen brauchen wir gerade sowieso nicht. Das da vorne wegmachen. Das ist nur ein Slab. Guck mal, hey, was war denn da vorher? Kompletter, den gönnen wir uns mal kurz hier unten. Keine Sorge, Leute. Wir müssen natürlich auch hier manchmal ein bisschen bauen. Das ist natürlich auch ein Teil von dem Ganzen. Denn ich möchte unbedingt jetzt hier für meine kleinen Freunde hier was einrichten. Das kommt weg. Das können wir eigentlich so lassen, weil dann haben die ein bisschen was zu trinken. Ist ja auch wichtig für die Schlawiner. So, und dann werden wir das hier richtig ordentlich einzäunen. Also am besten doppelt. Haben die hier ein richtig schönes Gehege. Haben es warm und muggelig. Könnten wir hier eigentlich... Nee, das reicht doch an Auslauf. Kann mir doch keiner erzählen. Ups. Müssen wir die alle nur gleich safe hier reinbringen. Und wir brauchen noch ein Gate. Wie sichere ich das denn am besten? Ich glaube, ich werde das richtig oldschool machen. Obwohl, warte mal, dann komme ich... Doch, ich komme durch die Tür immer wieder raus. Weil dann mache ich hier sozusagen... Ich kann das komplett zulassen. Okidoki, Freunde, muss das hier aber ganz kurz nochmal aufmachen. Dankeschön. So, Leute. Jetzt kommt mal hier... Oh, ihr habt nochmal Federn gedroppt. Warte. Muss mal einen hier frei machen. Und schnell. Komm mit, Kollege. Ja. Komm in dein neues Gehege. Es wäre... Oh Gott, nein, Kollege. Du sollst... Hier. Da müsstest du doch reinpassen. Was ist denn mit dem los? Mach ich sie eben noch ein bisschen größer. Komm mit. So, dann machen wir das hier fest. Dann können wir die auch gleich, wenn wir das Gehege fertig haben, können wir das auf jeden Fall wieder entfernen. Ist das nervig. Jetzt muss ich den hier jeden einzeln hier frei machen. Ach komm. So, ihr seid auch schnell. Das ist das Praktische an euch. Wie? Hä? Was läuft denn falsch? Was läuft denn falsch bei euch? Wieso funktioniert das nicht? Muss ich das dann jedes Mal immer zumachen? Das ist ja richtig nervig. So, jetzt komm mal mit hier. Komm mit. Dann mache ich das eben anders. Zack. So gehst du auf jeden Fall dann nicht daran vorbei. Jawoll! Der gibt's doch nicht. Komm, wir wollen doch heute noch in die andere Dimension. Müssen das hier. Ich möchte aber halt einfach gerne ein Baby-Chocobo haben. So. Wunderbar. Machen wir hier noch schnell was hin. Kann ich 2 Leinen auf einmal tragen? Ach, ich kann schon wieder nicht mehr sprinten hier. Hey, Leute. Wir bräuchten auch unbedingt einen Namen für die ganzen Schlawiner. Könnt ihr ja gerne mal... Könnten wir eigentlich nach Leuten aus der Community... Oh Gott, ich wollte dich nicht schlagen. Es tut mir leid. So. Ach, jetzt habe ich aus Versehen beide... abgemacht, aber die können wir schnell hier vorne hinbringen. Komm mit. Weil die sind echt absurd schnell. Der eine läuft da schon wieder. Egon! Egon, was läufst du da um die Ecke? Du Verrückter! So. Komm, ich habe dich festgemacht hier. Auf so komisch zu sprechen. Sind die schon wieder komplett gewachsen? Wie schnell geht denn das? So, Leute.
Zack. Perfekt. So, dann habe ich doch jetzt hier Lovely Güsal. Ich glaube aber, wir brauchen irgendwie Golden. Ich glaube, weil damit kann ich die nur zähmen. Warte mal. Was passiert denn? Ich kann euch jetzt hier alle mal abmachen. Zack. Und jetzt gebe ich dem das. Und dem. Okay, da passiert aber nichts. Da kommt nur Rauch raus. Wir haben doch eigentlich... Ah, wir haben das jetzt auch gerade nicht dabei. Da kommt halt einfach keine richtige Animation. Und wir verlieren auch nicht das Lovely Güsal. Schade eigentlich. Leute, falls ihr Experte seid in Chocopedia, dann slurpt das gerne mal, weil wir können jetzt nicht mehr Zeit verdalbern. Wir müssen jetzt zu Professor Ente. Ich lege den ganzen Kram nochmal in die Kisten. So, hier alle wichtigen Sachen mal raus, die wir nicht unbedingt für eine große Reise benötigen. Ja, und dann haben wir einfach das Equipment, mit dem wir uns auch in Minecraft Leben durchgeschlagen haben. Kleine Pickaxe, wunderbar, genügend zu essen haben wir auch. Wir haben den kleinen Edgar bzw. Edgar Junior nach Hause gebracht. Dann lasst uns mal hier aus dem verregnerischen oder regnerischen Freedom runter zu Professor Ente. Wo ist denn jetzt hier nochmal das Portal? Hier unten. Tipptopp. Komm schon. Und jetzt. Zack. Professor Ente? Was ist der hier? Ach, stimmt. Das waren wir doch, oder? Da hatten wir uns ein bisschen hochgebaut. Warte mal, das letzte Mal hatten wir den Schlawiner hier vorne gesehen. In dem traumhaften Raum. Komm her, Professor Ente. Hallo? Ah, da ist er ja. Hey, Kollege. Ah, Paluten. Ich habe dich schon erwartet. Professor, jemand hat ebenfalls eine Klonmaschine gebaut. Was? Wer? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, würde ich dir das nicht sagen. Aber wir wurden eben von einem freaking Klon angegriffen. Das ist eigentlich unmöglich. Es sei denn... Wir müssen uns jetzt aber auf das Wesentliche konzentrieren. Deine erste Reise in eine andere Dimension steht bevor. Der Ort könnte dir vertraut vorkommen, aber vertraue niemandem. Es ist eines zahlreicher Paralleluniversen und sehr gefährlich. Deine Aufgabe wird es sein, insgesamt 3 Energiekristalle zu sammeln. Sie befinden sich in den 3 Basen und versorgen alles mit Energie. Solltest du alle 3 Kristalle haben, benutze den mobilen Teleporter, der in der Kiste hinter mir liegt. Und wie kommen wir überhaupt in die Dimension? Spring einfach in das Portal unter uns. Professor Ente. Also, erstmal nehmen wir uns hier den Orb. Okay. Professor Ente, ich vertraue Ihnen ja. Ne? Aber jetzt einfach da unten reinzuspringen. Oh Mann. Professor Ente. 3, 2, 1. Sprung! Oh Mann!